Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Wir sind jetzt mit diesem jungen Mann hier und seiner Freundin eigentlich auf dem Weg zur kleinen Herrenhütte und sind aber in einer Mine gelandet. Diese Mine ist etwas gruseliger. Vorhin haben wir eine Zigarre gefunden, irgendwelche Indianer Gedöns und Scheiße, der Laden ist die reinste Bruchbude. Und man sieht, man sollte eigentlich niemals in diese Scheißmine rein. Aber wir sind drin. Warum auch immer wir da reingelaufen sind, wir sind hier drin. Und vielleicht überlebt man es. Vielleicht nicht. Das sehen wir gleich. Dieser Folge. Vielleicht. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ah, cool, hier geht's raus. Ich sag hello again. Also, wenn die Mine überlebt. Wo wir sind, habe ich keinen blassen Schimmer. Ich weiß auch jetzt nicht, wo es hier hingeht. Oh, guck mal, da ist ein Hinweis. Oh, ein weiteres Totem. Und welche Farbe wird es sein? Wird es ein Schicksalsschlag? Verlusttotem. Das sah gerade irgendwie nach der Leiche aus von den Mädels. Okay, mal schauen, was hier noch weiterhin kam, Neues dazu kommt. Etwas später sind die Bergleute und wurden wahnsinnig. Mörder. Nun vielen Jagden. Okay. Wir gehen mal weiter. Ja. Schauen wir mal weiter. Noch irgendwas Besonderes passiert oder nicht? Auf geht's zur Cabin. Zu der Hütte. Zu den ihrer Sexgrotte. So wie sie jetzt schon ein paar Andeutungen gemacht haben in der Folge davor. Deshalb, ihr müsst auf jeden Fall alle Folgen anschauen. Von Anfang an bis zum Sie Ende. an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans Weiße Haus. Jetzt bist du schon ein bisschen verwöhnt. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Was oh, die ein Labern? Teleskop! Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Die Hütte? Wow. Alles klar? Ich hab jemanden bei der Hütte gesehen. Wer? Okay. Lass mal sehen. Da stand niemand. What the fuck? Muss nur mal hinschauen. Warum? Warum ist da jetzt nichts mehr? Da stand niemand. Ach, du nimmst doch Drogen. Vom Eierpunsch genascht, Bay? Ja. Wir sind ganz allein hier. Möglich. Ja, eindeutig. Soll ich noch ein drittes Mal schauen? Meinst du, das bringt was? Ich glaube es zwar jetzt nicht ganz, aber. Nee, da ist niemand. Ich glaube, ich täusche mich hier. Vielleicht hat es das Geflatter da gesehen. Gedacht. Ja, das könnte ein Typ sein. Naja, gehen wir. Und die Steuerung finde ich ein bisschen. Ja. Doof. Warum ist denn der Fuß? Achso, dass wir herkommen. Wie komme ich jetzt rüber zu der Hütte?
hier irgendwo entlang? Kann ich hier runter? Ja, da geht's weiter. Hallo, mein Freund. Auf geht's. Da 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 ba da ba da ba da 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 ba 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 da. Hi ho, hi ho. Wir sind gespannt und froh. Da 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 da. Wow, du Flittchen. Ja, ich hab viel Liebe zu geben. Jetzt bin ich definitiv wach. Hab mich erschreckt. Mann, 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 Mann. Ja, diese Vögel hier. Puh. Schöner Fluss. Kaputte Brücke. Da würde ich nicht so oft drüber gehen wahrscheinlich. Hm, Cabin oder nicht Cabin? Was? Wo geht's hin? Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Nee. Echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Ich bin eine Elfe. Buh! Angeberin. Hey, ins Gesicht. Du hast da was im Gesicht. Ah. In your face. Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Hallo? Jess? Na toll. Dass die Frauen immer Probleme machen müssen. Sammy! Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha. 22:44 Uhr. Kommt da auch warmes Wasser? Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Hm. Na, Josh. Bisschen umschauen. Gibt's hier irgendwas? Ne. Auf jeden Fall eine geile Badewanne, da würde ich auch gerne hin. Aber ich würde wahrscheinlich nicht im Winter hin wollen, weil war es ein bisschen kalt. Das ist ein komisches Haus. Ein sehr komisches Haus. Okay, mal ein bisschen rumschauen. Oh, da leuchtet was. Oh, da leuchtet auch was. Was ist das? Johann D. Smith, Tattoo-Künstler. Call me. Okay. Was auch immer das jetzt mit Tattoos zu tun hat. Frohe Weihnachten 2010, Schwesterherz. Hab dich lieb, Josh. Hm. Okay. Gibt's hier irgendwas? Da unten leuchtet was. Was ist da? Eindeutig. M&M. Hauptsächlich COO. Das wird nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, waghalsiger und extrem gut aussehender Typ. Bleib zu Hause und bestickst Kissen oder übst das G-Moll-Tonleiter am Klavier. Die G-Moll-Tonleiter. Gib es auf oder tu
etwas wirklich Verrücktes. Lauf ihn von zu Hause weg, lass dich tätowieren oder sowas ähnliches. Alles, was seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, du tust es für die Liebe, oder? Also tu es einfach. Okay, Tattoo. Dann klingt es logisch. Warum nur? Warum? Und Spiegel. Liebe Hanna, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party. 19 Uhr 2013. Kas hatte Mike mir zu Hause. Antwort wird gebeten. Hey Hanna. Schwer verliebt. Ja, eindeutig. Der Kleine, das war jetzt echt. Gibt's noch irgendwas? Oh ja, hier. Was steht da? Hannah, Josh und Beth. Ihr seid eingeladen zu Sams Halloween Party im Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Warum? Warum ist das Bild da vom Dr. Hill vorhin? Ich glaub, der will mich ärgern. Ja, was ist los? Warum kannst du da halt rüberlaufen? Okay, dann geht's halt nicht weiter. Geh ich wieder zurück. Arschloch. Hallo, Schwester. Was sind das für Masken, ey? Ja, komm, geh mal runter. Wir vertrauen auf dich. Vertrauen auf dich, Mann. Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Okay. Na, ja. Ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett. Was willst du mit dem Hexenbrett? Volle Fans. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh. Kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Erst im Keller. Okay, ihr zwei. Kellerparty. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten. Na. Ich folge dir, mein Freund. Auf geht's in den Keller. Warte mal. Hat da hinten gerade was leuchtet? Da hat doch irgendwas geleuchtet, oder? Da! Okay. Ja, okay, ich geh schon in den Keller. Mann, ich will halt einfach nicht im Keller, eigentlich. Dann geh ich halt in den Keller mit dir. Checkt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Okay. Nicht schmeicheln. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie am Nahtoderfahrung oder so. Mal in die Gänge kommt. Und
Josh mit seinen hübschen Schwestern. Hannah, Beth. Ihr seht super aus, Leute. Okay. Was ist da? Abgeschlossen. Schön. Dann leuchte nett. Heilands Donner, lädt ich aber auch. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen. Ach. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Beruhigend. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Auf jeden. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Let's have some fun. This beat is sick. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Naja. Das haben schon viele gedacht, dass sie runtergerutscht. Okay, wo bist du, Josh? Da bist du, Josh. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Mhm. Ja? Hier will man nicht unbedingt allein sein. Nope. Basie. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Auch egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität, richtig sagen? Vergiss okay. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Das war ein wichtiges Ereignis gerade. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Okay, das ist gruselig vielleicht. Ich würde gerade mich bewegen. Was? Nein, ich habe mich gar nicht bewegt. Damit ich was sehe, okay? Das ist eine Lüge. Ich beweg mich nicht. Ich beweg mich nicht. Ich beweg mich nicht. Nicht schlecht. Oh. Okay, mein Gott, fast so anstrengend wie Sport. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Okay. Und wie? Turn around. Wow. Das passt doch super. Okay. Ich dachte, ich habe das falsch gemacht. Yes. Yeah. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das verkackt. Super. Okay, was war das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsche dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Jemand verarschen. Oh mein Gott.
Ja, klar. Komm, den krieg mal. Ohne Scheiß jetzt. Nein, ist etwas. Dein Punkt. 30-0. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh. Hm. Ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Du bist raus. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Ja. Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Wir sollten nachschauen. Kurz vor dem Platzen steht, oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, das wäre fies. Oh. Heide, nein! Oh. Was bist du für einer? Ach, gut, stimmt, jetzt. Hey! Was? Hey! Was zum Teufel? Du! Spaß! Ich hab dich erwischt! Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Ja. Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Och, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Hatte. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. So, an dieser Stelle muss ich leider wieder sagen, die Folge ist vorbei. Darum. Leider. Ciao, tschüss, ade und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Also, bye bye.